Hallo liebe Zuschauer, willkommen in Karis Küche. Wie ihr im Thumbnail sehen konntet, handelt dieses Video über unsere geliebten marokkanischen Kebrezel. Das ist ein Mandelgebäck. Kebrezel ist übersetzt auf Deutsch, ich bin mir nicht sicher, die Knie von einem Reh oder vom Kamel, nee, eher vom Reh, ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr wisst, wie das auf Deutsch übersetzt ist, Kebrezel, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, weil ich bin mir echt nicht sicher, was Resel. Ich denke mal, das kommt von Resella. Ne? Resella ist ja ist kein Kamel, sondern dieses Reh. Ne? Ich glaube, da liege ich richtiger. Wenn euch das Video gefällt und mehr marokkanische Plätzchen folgen sollen, dann gebt dem Daumen ein Video hoch. Genau. Ja, ihr wisst, also dem Video ein Daumen hoch und natürlich abonniert diesen Kanal, das ist kostenlos und ihr könnt natürlich jederzeit das Abo auch beenden. Das Ganze ist für euch komplett unverbindlich, hilft nur den YouTubern. So, und zwar ist das hier der fertige Teig für die Füllung und das hier ist der andere Teig, für die der außen kommt. Die Rezepte dafür kommen im nächsten Video. Das ist alles schon fertig, muss halt noch geschnitten und gesprochen werden. So, dann kommen wir erstmal zu den Utensilien, die wir brauchen und Zutaten. Hier habe ich einfach nur ein bisschen Eiweiß zum Festkleben. Hier ein bisschen Mehl, damit uns das Gebäck nicht kleben bleibt am Tisch. Dann habe ich hier diese Zangen. Genau, die Teigzangen. Hier das Goldene eignet sich sehr gut für Kebrezel. Ich arbeite lieber hier mit dem Kleinen. Solltet ihr gar keine zu Hause haben, dann könnt ihr notfalls auch hier diese Pinzetten nehmen, die man zu Hause hat. Natürlich erstmal mit heißem Wasser und Spülmittel gut auswaschen. Ne? Was wir noch brauchen, ist hier so ein Rädchen, so ein gewelltes Rädchen für die Kebrezel. Und dann geht's auch schon los mit der Füllung für die Kebrezel. Damit das Ganze schneller von der Hand geht, habe ich mir jetzt nicht jedes einzelne kleine Würstchen geformt, sondern hier so eine lange Schlange und dann einfach die gewünschte Größe oder Länge abgeschnitten. Der Durchmesser sind circa 2 cm. Ihr könnt ihr natürlich machen, also so dick oder dünn, wie ihr das haben wollt. Mein Teig ist leider, also die Füllung, nicht der Teig, sondern die Füllung ist leider ein bisschen dunkel geworden. Wegen dem Zimt. Ich liebe ja den Zimt. Hier habe ich den Teig dünn ausgerollt, wie ihr seht, in der Breite, in der ihr ihn braucht, rollt ihr ihn euch aus. Dann setzt ihr da so eine Wurst drauf und dann fangt ihr auch schon an, die zu formen. Wichtig ist, dass die Luft an den Seiten dann immer rausgedrückt wird, wenn da Luft drin ist. Sollten euch Bläschen entstehen, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, obwohl ich auch Bläschen hatte, nehmt euch eine Nadel zur Hand und stecht das einfach raus. Die Luft geht dann ganz schnell raus. Ist sowieso besser, wenn ihr die mehrmals einsticht, bevor die gebacken werden, dann werden die im Backofen nämlich nicht so dick, ne? Habe ich leider auch nicht gemacht, weil ich dachte, hier beim Pieksen kommen ja Löcher rein. Ne, das hat gar nicht, die sind trotzdem von innen so ein klein wenig aufgegangen, der Teig. Nicht viel. Ihr werdet das alles noch sehen. Ich zeige euch zum Schluss auch, wie das Ganze von innen gebacken aussieht. Ja, und hier, sorry, mache ich die Musterung rein. Dafür sind diese goldenen Teigzangen sehr gut geeignet, weil die schön groß sind. Ja, hier mache ich noch eins. Ich glaube, insgesamt habe ich 3 Stück gemacht. Wichtig ist, dass die Luft immer raus beim Modellieren, sage ich mal, dass die Luft dann immer rausgeht und dann sehen die immer auch schöner aus, wenn die nach oben gearbeitet werden, ne?
Da könnt ihr ruhig, also ihr dürft keine Angst vor dem Teig haben, den könnt ihr modellieren, wie ihr wollt, da passiert gar nichts. Ne? Und auch schön aussehen tut es, wenn wir hier unten den Rand so 5 cm, Quatsch, nicht 5 cm, 5 mm dran lassen. Dann können wir den nämlich zum Schluss auch noch schön mit der Teigzange bearbeiten. Das sieht auch nochmal schön aus und schmeckt eigentlich auch gut, ne? Das ist nicht zu viel Teig beim Essen. Der ist ja sowieso total dünn, der Teig. Und die Füllung ist ja auch, da ist ja auch schon was drinne. Also der Teig ist genau richtig zum Essen jetzt, ne? Wenn das Ganze gebacken ist, der Teig ist dann schön fest. Der ist nicht hart. Der ist nicht wie ein Keks, aber kann ich gar nicht beschreiben. Der ist schon fest, aber nicht hart. Für die Kerbrisell, das ist genau perfekt so. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir hier folgen, aber ich habe ja letztes Mal schon gesehen, wie ihr die Kerbrisell gemacht habt. Die sahen ja auch toll aus, ne? Und jetzt kommen wir zu dieser Blume hier. Sie ist auch ganz hübsch. Hier sind die Sachen alle oder das Gebäck alles noch nicht gebacken, ne? Da steche ich mir einfach ein Viereck aus. Wenn ihr so einen Ausstecher nicht habt, könnt ihr euch ja auch ein Viereck einfach mit einem Messer zurechtschneiden. Das geht eigentlich auch sehr einfach. Da könnt ihr natürlich auch versucht natürlich immer rationeller zu arbeiten. Ich mache ja hier immer nur so ein paar Stück, um euch das zu zeigen. Am meisten habe ich die Cap gemacht, ne? Aber von den anderen Mustern habe ich immer nur eine oder zwei Stück gemacht, um euch das zu zeigen. Ihr arbeitet natürlich rationeller, wenn ihr zum Beispiel von diesen Blumen hier macht, ne? Dann rollt ihr euch ein großes Stück Teig aus und schneidet dann ganz viele Vierecke in einem, ne? Nicht so wie ich hier eine nach der anderen. Da verliert ihr einfach viel zu viel Zeit. So, und wie ihr das hier seht, ich hoffe, man sieht es gut. Lassen wir in der Mitte ein bisschen einen halben Zentimeter und schneiden uns in der Mitte da. Na, ich sag mal nichts dazu. Ihr seht das hier, glaube ich, ne? Dann klebe ich das mit ein bisschen Eiweiß unten und oben. Dann kommt schon die eine Ecke drauf. Ja, das tut mir sehr leid. Ich habe da sehr oft meine Hand in der Kamera. Ich habe verschiedene Dings gesucht, wo ich meine Kamera hinstellen kann. Das war für mich der beste Platz. So habe ich die Kamera im Auge, da weiß ich, was man sieht, was nicht. Nur leider habe ich dann halt oft die Hand in Sicht. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Hier dann die dritte Ecke, einfach oben dran binden, dann die zwei Ecken, die da abstehen, genau, einfach zusammenkleben. Mir ist es passiert, dass die mir beim Backen auseinandergegangen sind, weil ich die nicht mit Eiweiß geklebt habe. Gib da ein bisschen Eiweiß dran, dann kann gar nichts passieren. Oben würde ich nicht mit den Fingern da reinquetschen, sondern immer so mit einem Teil. Holt euch da irgendwas, womit ihr das so reindrücken könnt, dann ist das alles ein bisschen sauberer. Und dann könnt ihr zum Schluss da einfach so ein Zuckerperlchen oder eine Blume draufsetzen, wie ihr mögt. Ja, das war's auch schon. Der Teig ist wirklich sehr stabil und zugleich auch schön. Wie heißt es? Also man kann den wirklich super verarbeiten und der hält dann auch die Form. Krass. Und ich habe den Teig auch extra ohne Ei gemacht. Hier mache ich noch die Blume. Die ist aus Marzipan. Leider kann man das nicht aus dem Teig machen. Der Teig lässt sich nicht färben. Das geht gar nicht. Deswegen habe ich hier Marzipan mit Puderzucker verstärkt und dann gefärbt. Ihr könnt den Marzipan mitbacken. Würde ich aber nicht machen. Ich zeige euch auch zum Schluss, warum. Ich würde die Blume erst draufsetzen, wenn alles fertig ist und gebacken ist.
Und dann auch nicht mit den Fingern dran quetschen, sondern auch mit so einem Teil. Dann geht die Blume auch automatisch hoch. Ich habe sie jetzt erstmal mitgebacken. Aber später zeige ich euch mal eins, was gebacken ist mit Marzipan und eins ohne. Ja, und dann gebe ich hier noch so eine Zuckerperle drauf. Ja, die Zuckerperle, die habe ich auch mitgebacken. Die geht aber leicht, die Farbe geht leicht ab, dieses Silberne. Deswegen, wie gesagt, gibt das am besten erst zum Schluss drauf. So, und jetzt kommt dieses schöne Teil hier. Sieht auch ganz schick aus, ne, mit der Mandel drauf. Und ja, wie ihr am Anfang gesehen habt, habe ich ja auch diesen Nappasch, nennt der sich auf, ich meine Französisch. Im Deutschen würde ich sagen, das ist ein Zucker, ein Tortenguss. Den habe ich selbst gemacht. Wenn ihr davon ein Rezept haben wollt, von diesem Tortenguss, der dann auf das Gebäck draufkommt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache dann ein kurzes Video drüber. Dann glänzen die Teile nämlich noch richtig schön. So, hier habe ich mir zwei Kreise ausgestochen mit diesen Wellen am Ende und von der Füllung, Mandelfüllung, einen Kreis oder eine Kugel geformt und dann flach gedrückt. Die wird dann auch mit ein bisschen Eiweiß dran geklebt. Ganz, ganz wenig immer, ne, von dem Eiweiß. Immer ganz, ganz wenig nur. Weil wenn ihr jetzt zu viel drauf gibt, dann rutscht euch das Ganze immer nur hin und her und das ist noch viel schlimmer dann, als wenn es gar nicht geklebt ist. Deswegen ganz, ganz wenig, dann hält das auch schon bombenfest und dann könnt ihr schön arbeiten damit. So, das kommt dann mit der Eiweißseite auch auf die Füllung drauf. Ja, ich wollte euch noch fragen, ich weiß nicht, habe ich das am Anfang schon gesagt gehabt? Ich meine nicht. Was ist euch denn lieber, wenn ich mehrere kurze Videos mache oder ein ganz langes? Ne, wie hier jetzt zum Beispiel, da tue ich ja diese Kalb nur modellieren, formen. Oder mögt ihr es lieber, wenn ein langes Video von, das hätte jetzt, glaube ich, das wäre, glaube ich, mehr als eine Stunde geworden, wenn ich alles reingegeben hätte in dieses Video. Was ist euch denn lieber? Mehrere kleine oder lieber ein langes Video? Ja, und hier mache ich mir dann so eine Musterung rein. Hier muss ich sagen, hätte ich ein bisschen schöner arbeiten können, aber ich denke mal, das hat gereicht. Die Cap, die habe ich jetzt eine längere Zeit nicht gemacht gehabt. Und jetzt, wo ich sie wieder probiert habe, jetzt weiß ich wieder, warum wir sie lieben. Die schmecken einfach nur himmlisch, die Dinger, ne? Dieses Zusammenspiel von Zimt, Rosenwasser. Was haben wir da noch drin? Mandeln natürlich. Mandeln sind sowieso der Hammer, ne? Und ich mache die auch nicht zu süß. Das ist mir auch ganz wichtig. Also ich liebe die Dinger, ne? Nur übertreibe ich immer mit dem Zimt. Ich habe da wieder, ich dachte, das wäre viel zu wenig, aber ganz egal, welches Rezept ich habe, ich mache immer mehr rein. Aber ich denke immer noch, dass es, ja, es ist doch nicht viel. Und nachher wundere ich mich dann natürlich, dass die Füllung dann so dunkel ist. Eigentlich ist es ja immer hübscher, wenn die Füllung hell bleibt. Ne? Bei mir ist sie leider ein bisschen dunkel geworden. Aber mir schmeckt halt der Zimt sehr, sehr gut. Gibt ihr weniger von dem Zimt rein, dann ist die Füllung hübscher. Und das ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Nicht jeder mag so viel Zimt da drinne wie ich. Hier sieht man es zum Beispiel, dass die Füllung dunkel ist. Ne? Wenn ihr weniger Zimt reinmacht, ist die schön hell. Und beim Backen wird die dann auch noch heller. So, ich habe jetzt gar nicht mehr viel zu der Blume gesagt. Ich hoffe, dass ihr alles sehen konntet. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen. Noch sind es ja nicht so viele, das kriege ich hin.
So, für die Bilra haben wir jetzt hier diese marokkanischen Schuhe. Schneiden wir uns so ein Rechteck hier auch natürlich, wenn ihr mehrere macht, rationeller arbeiten als ich, ne? Nicht hier so ein Stück schneiden, sondern macht euch eine ganz lange Wurst von der Füllung und dann auch von dem Teig richtig lang ausrollen, dann die Füllung, die lange Wurst draufsetzen, alles in einem Stück und dann nachher könnt ihr die Teile dann viel mehr rauskriegen in kurzer Zeit, ne? Macht's nicht hier wie ich mache ja nur eine oder zwei Stück vor, deswegen mache ich hier so eine kleine Wurst. So, wenn ihr das jetzt bis hier gemacht habt, dann ist es wichtig, dass die Schnitt dass der Schnitt so da liegt wie jetzt, auf uns schaut und dann schneidet ihr mit einem scharfen Messer so rein. Ja, ich kann das jetzt schlecht erklären, ihr seht's. So, und dann holen wir uns nochmal die Seite mit dem Schnitt. Und das linke Teil ist jetzt unsere Sohle, die schließen wir jetzt. Wenn euch das Ganze nicht zusammenbleibt, gebt auch da ein wenig von dem Eiweiß rein. Dann drehen wir das um und drücken das ein bisschen flach. Ihr könnt die Spitze vom Schuh natürlich so lassen, wie ihr wollt, ob sie jetzt nach oben guckt oder ob die flacher wird. Ich mache sie hier mal ein bisschen flacher. So, jetzt sieht es schon nach einer Bilra aus. Ja, das, wie gesagt, ärgert mich schon ein bisschen, dass die Füllung so dunkel ist. Und jetzt gebt ihr den Finger da rein, modelliert das zu einem Schuh, also zu dieser Bilra. Unten muss natürlich alles geschlossen sein und ich gebe da immer ein bisschen Mehl. Also ich lege das immer in diesen Teller rein, wo das Mehl drauf ist, damit ich... Sonst klebt euch das am Tisch und das ist so ärgerlich und ihr habt das nachher so kaputt gerissen. So, formt euch den Schuh. Und hinten das Stück, das gebe ich dann immer, wie ihr seht, so rum. Das sieht dann, glaube ich, ein bisschen mehr nach einer Bilra aus. Und dann könnt ihr die natürlich dekorieren, wie ihr mögt. Wichtig zu diesen mit der Zange bearbeiten, ist zu sagen, am besten macht ihr das sofort, nachdem ihr die Teile, der Teig dran gekommen ist. Weil wenn das nämlich austrocknet, dann kriegt ihr die Musterung nicht mehr so schön hin. Das ist ja, ist halt dann angetrocknet, es ist dann nicht mehr so schön. Deswegen sofort immer mit der Zange bearbeiten und dann erst zum Trocknen weglegen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich diesen Teig komplett ohne Ei gemacht habe. Da ist weder Eiweiß noch Eigelb drinne, so dass wir uns gar keine Sorgen machen müssen, wenn die fertig dekorierten Teile nicht gebacken da stehen. Die müssen sowieso trocknen. Wie gesagt, früher, wenn ich die mit Ei gemacht habe, da habe ich immer wirklich mir Sorgen gemacht, ne? Wenn die Teile da, die sollen ja zum Teil sogar über Nacht trocknen. Ja, dann denke ich mir, das Eigelb ist natürlich dann nicht so toll, ne? Und dieser Teig hier, wie gesagt, ist komplett ohne Ei. Jetzt mache ich noch dieses schöne Teil hier. Ich finde das total schick. Da ist ein bisschen Arbeit dran, aber erstens mal macht das total Spaß. Und zweitens, wenn man ein bisschen Übung drin hat, dann geht das ganz flott. Dafür brauchen wir von der Füllung ein Dreieck, so etwa. Die Größe könnt ihr natürlich selber bestimmen. Und auch hier brauchen wir von dem Teig einen Kreis. Am besten holt ihr euch diese Ausstecher vom Teddy. Kosten ja fast nichts. Die habt ihr bestimmt alle zu Hause schon, gell? Genau, diese hier. Diesmal ohne diese Wellen.
Wichtig ist auch noch der Teig und die Füllung. Wenn ihr davon Reste habt, ich habe da einen Teller liegen mit Quatsch, mit Frischhaltefolie abgedeckt, damit euch die nicht austrocknen. So, ihr habt es gesehen, ich habe den Teig mit Eiweiß eingestrichen, ganz dünn, dann dieses Dreieck draufgegeben und jetzt versuche ich die Enden miteinander zu verbinden. Auch hier wieder sollte es oben nicht kleben, gibt da auch nochmal, aber ich meine, da war jetzt auch schon genug drauf von dem Eiweiß, ne? Dann dreht ihr das Ganze rum, formt euch nochmal ein schönes Dreieck. Und dann geht es auch schon wie nennt man das? Pieksen, Teig. Genau, mit Hilfe von diesem Kreis hier habe ich mir dann diese Kurve reingezeichnet, damit ich weiß, wo es lang geht. Und dann hole ich mir diesmal tatsächlich so eine Gesichtszange. Damit kann man halt einfach feiner arbeiten, ne? Wenn man da jetzt mit der großen dran geht, da kriegt man ja das gar nicht hin. Das ist einfach zu groß. Ich piek's mir dann den Teig nochmal so nach oben, damit das richtig schön dünn und auch schön, wie heißt es? Aufsteht der Teig, also damit er richtig schön, ja, nach oben steht, ne? So richtig schön dünn. Und davon mache ich mir dann so vier Reihen. Wenn das für euch zu viel ist, ihr könnt auch nur drei machen. Hier gehe ich nochmal drüber und tue den Teig richtig schön nach oben ziehen auch. Ja, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, im nächsten Video kommt dann das Rezept für diesen Teig hier und für die Füllung. Und da sind auch so ein paar Sachen zu beachten, wie zum Beispiel, dass die Mandeln zum Beispiel nicht gekocht werden. Ich habe die früher immer gekocht, ne? So kurz gekocht, damit die Schale schnell abgeht. Das war ein ganz großer Fehler, weil dann die Mandeln sehr viel Wasser schlucken und so dann nicht lange haltbar sind und somit auch unsere Plätzchen nicht lange haltbar sind, obwohl die sowieso nie lange bleiben, ne? Ja, aber wie gesagt, das seht ihr dann im nächsten Video. So, und hier ist sie dann auch schon fast fertig. Hier zupfe ich noch ein bisschen an dem Teig, da ist er noch ein bisschen dünner und dass sich da diese, wie heißt das nochmal, so wie so Rüschen bilden, ne? Und wer mag, kann dann natürlich obendrauf so eine Zuckerperle geben. Muss nicht sein, ihr könnt die auch so lassen. Ja, und hier wollte ich euch mal den Unterschied zeigen. Zwischen dem gebackenen Marzipan und dem ungebackenen. Hier, das ist jetzt nicht gebacken. Also das Plätzchen ist gebacken, nur die Blume obendrauf nicht. Ne? Marzipan kann ja auch so gegessen werden, ungebacken. Und das andere, was ich schon hingelegt hatte, das war mitgebacken. Da seht ihr den Unterschied. Und hier habe ich mal eine Gerber, oder wie sagt man? Gerber? Nee. Die gebacken ist, ich bin gerade eine am Essen. Leute, die schmecken so toll, die Dinger. Ich musste mich zwingen aufzuhören, sonst hätte ich die ganze Teile, die da liegen, schon weggegessen. Genau, so sehen die aus. Wie gesagt, die Füllung hätte ein bisschen heller sein können.
So, das war's dann auch schon mit dem ersten Teil von diesem Rezept. Ich danke euch fürs Einschalten und sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.